Leute, wir sind Breck und Coy aus Bella and the Bulldogs. Bald ist Halloween und wie ihr wisst, gibt es ohne Saures nichts Süßes. Ganz genau. Wir zeigen euch, wie man Horrorhäppchen macht. Monster Marshmallows. Zuerst Frankenmallows. Ich bin Frankenstein. Wir brauchen große Marshmallows, Wasser, grüne Lebensmittelfarbe, Salzstangen und schwarze Glasur mit einer dünnen Spitze. Schritt 1. Gebt ein paar Tropfen grüne Farbe in das Wasser. Gut mischen, bis es schaurig grün ist. Schon sehr schaurig. Ja, finde ich auch. Schritt 2. Tunkt die Marshmallows rein, bis sie komplett grün sind. Schritt 3. Vorsichtig abtupfen und dann gut trocknen lassen. Schritt 4. Zeichnet nun mit dem Zuckerguss Frankensteins Gesicht. Und Haare. Den Mund. Echt süß. Ja, echt gut. Schritt 5. Halbiert eine Salzstange und steckt die Hälften in Frankensteins Kopf. Ich meine, in den Marshmallow. Es lebt! Es lebt! Sorry, ich war voll drin. Jetzt die Kürbisfratze. Ihr braucht Marshmallows, Wasser, orange Farbe, schwarze Glasur und Salzstangen. Die sind total einfach, aber grausig lecker. Oh ja, Schritt 1. Orangene Farbe in das Wasser geben und gut mischen. Schritt 2. Die Marshmallows eintunken, bis sie orange sind. Schritt 3. Tupfen und trocknen. Okidoki. Schritt 4. Zeichnet mit dem Zuckerguss eine perfekte Fratze auf den Marshmallow. Süß, gruselig, wie ihr wollt. Seht euch das an. Okay, Schritt 5. Nehmt ein Stückchen der Salzstange als Stiel. Langer Stiel. Lass über meinen Stiel? Der ist echt lang, Mann. Na und? Wie ein Pümpel. Ja, na schön, okay. Nochmal von vorn. Ich gebe dir einen kürzeren. Danke. Ja. Ja. Okay, viel besser, oder nicht? Doch, eine echte Kürbisfratze. Fetzig und köstlich. Okay, jetzt die Schaumspinne. Ihr braucht Marshmallows, geschmolzene Schoki, Schokoraspeln, ein Tablett mit Backpapier, Zahnstocher, Lakritzstreifen, rote und weiße Glasur. Schritt 1. Schmelzt zusammen mit euren Eltern die Schoki. Schritt 2. Taucht den Marshmallow in die geschmolzene Schoki. Schritt 3. Tunkt ihn jetzt in die Schokoraspeln. Das gibt ihm den haarigen Tarantel-Look. Cool, darf ich kosten? Nein. Okay, Schritt 4. Legt die Marshmallows auf das Backpapier und lasst sie im Kühlschrank trocknen. Schritt 5. Piekt ihm mit einem Zahnstocher 4 Löcher in jede Seite. Okay, Schritt 6. Nehmt 4 Lakritzstreifen, tunkt die Enden in Schokolade und steckt sie in die Löcher. Schritt 7. Zeichnet mit dem roten Zuckerguss 2 Augen. Sieht fies aus. Okay, der jagt mir echt einen Schauer runter. Ihr könnt eure Monstermellos am Stiel servieren, auf Cupcakes oder einfach pur essen. Okay, sorry Kumpel, aber dein Ende ist nahe. Oho. Happy Halloween! Happy Halloween. So lecker. Wow. Kann ich die haben? Die nehme ich mit nach Haus. Er nimmt sie mit. Happy Halloween, bis dann.